Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Wir haben natürlich gerade eine Truhe gefunden, die genau unter uns. Da ist die Truhe. Oh, und es sieht sogar nach einer schönen Truhe aus. Intravurgift. Das hatten wir für eine bestimmte Herstellung gebraucht. Ich weiß allerdings nicht mehr welche. Ich wollte die auf jeden Fall herstellen. Naja. Mal gucken. So. Einmal nach da unten. Oh, die Lady mit der Lampe. Gut, spielen wir mal. Miss Fry, eine schöne Überraschung. Hallo, Clara. Ich wollte in Lambeth nach dem Rechten sehen, weil die Anstalt schließt. Warum bist du hier? Die Kinder in meiner Obhut sind krank geworden. Unser Tonikum half nicht. Ich bin hier, um... Bist du sicher, dass es dir gut geht? Aber natürlich, Miss. Clara! Ist hier ein Doktor in der Nähe? Bringen Sie sie rein. Okay. Sie brach zusammen? Ja, sie sagte andere Namen Tonikum, aber es half nicht. Das denke ich mir. Seit dem Mord an Eliotson wird der Stadtteil mit gefälschtem Tonikum überschwemmt. Sie braucht Ruhe und Pflege. Aber ohne Medikation wird sich ihr Zustand schon bald verschlechtern. Was brauchen Sie? Ich brauche Vorräte. Und zwar viele. Und Medizin. Einige der raren Zutaten werden gestohlen und dann versteigert. Ich helfe Ihnen gern. Hier ist die Liste. Miss? Fry. Evie Fry. Florence Nightingale. Sehr erfreut. Und Tempo. Wir haben wenig Zeit. Oh ja. Das ist jetzt eine Zeitmission. Ja, natürlich ist es eine Zeitmission. Den Hausierer aufspüren. 400 Meter. Gut so. Weshalb steht hier wohl ein mit Kutsche in der Gegend rum? Ich habe mir auf jeden Fall, oh, so in der Zeit, wo ich hier offline, also ohne Aufnahme rumgelaufen bin, ein bisschen die Karten und so weiter angeguckt und hab mir auch die ganzen Chroniken und so weiter angelesen. Und da gibt es sehr interessante Sachen drinne. Dann gibt es auch so witzige Einträge von Sean Hastings und Rebecca Crane. Wo dann ein bisschen drüber gelästert wird. So, da bist du. Den Hausierer nicht töten. Gut. Ich bitte. Ich gebe Ihnen alles Geld, das ich habe. B. Den Apotheker aufspüren. Machen wir uns mal auf den Weg zum Apotheker. Clara wird sterben, wenn die Anstalt nicht rechtzeitig erreicht wird. Ja, das weiß ich. Weiter so.
Wir können sie nicht nehmen. Wir sind für das Krankenhaus. Ich hab nichts zu suchen. Hallo. Hey. Gut, Apotheker, reden. Nein! Verdammt nochmal! Ich möchte mit dem... sprechen. Da haben wir es doch. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Diese Vorräte sind für Miss Nightingale. Ich will sie abholen. Sie wurden schon auf den Wagen geladen. Bitte nehmen Sie sie. Hier! Meinen Sie diesen Wagen? Ja. Das war ja klar. Seien Sie vorsichtig! Einiges davon ist sehr zerbrechlich! Ja. Gutes Mädchen. Ich habe genügend Waffen. Das kriegen wir hin. Ich muss nur nah genug rankommen. Und den schießen. Laufen! Und? Drehen. Und ab zurück. Komm. Bisschen auf Geschwindigkeit. Genau. Nein! Wieso bin ich... Oh nee! Wieso? Lauf schon, alter Gaul! Das war Dummheit von mir. So ist recht. Das war tatsächlich Dummheit von mir. Das ist einfach ein Falschparker. Weiter so. So. Los, ups. So, geschafft. Sie sind zurück. Und keinen Moment zu früh. Haben Sie die nötigen Medikamente? Wie geht es ihr? Sie wird wieder gesund. Avalon, Ellie, die Kinder. Dank Ihnen verteilen wir wieder echte Medizin. Aber ist das eine dauerhafte Lösung? Ich schlage vor, entsprechende Vorschriften zu erlassen. Lambert steht in Ihrer Schuld. Es dauert lange, Dinge zu ändern. Aber ich werde nicht fortgehen, Miss Fry. Schön. So. Wirksamkeit der Medizin. Das ist doch mal schön. So, wir haben 9 Minuten. Wir haben ein bisschen was an Geld geholt. Templerjagd. 250 XP. Wo ist denn unsere nächste Mission? Da. Endstation. Endstation machen wir nächstes Mal. Würde ich sagen. Erstmal gehen wir ein bisschen auf Templerjagd. Ja. Ganz unauffällig. Würde sagen... Wir töten ihn nicht mit dem Doppelattentat, sondern uns leiten. Und wem dient ihr?
Manchmal sind die aber auch ein bisschen doof, ne? So, hin und wieder mal. So. ...250 XP, das müsste reichen. Für... ...Kopfgeld. Kopfgeld mache ich nicht so gerne. Aber wir haben erst 10 Minuten rum. Karl Marx würde ich jetzt auch nicht machen. Ach komm, wir machen noch eine Runde... ...noch eine Runde Templerjagd. Und dann... Gucken wir mal, wie viele Punkte wir so haben. Ah, ein Fähigkeitspunkt. 7. Ah, da unten steht ja auch... Ah, da ist die Anzeige, wie viel wir noch brauchen bis zum nächsten Templerpunkt. Ganz genau. Bis zum nächsten... Haha, danke. Genau das wollte ich hören. Genau das wollte ich hören. Wir haben jetzt keine halluzinogenen Bolzen mehr, wir haben nur noch die Pistole. Das ist schlecht. Hm. Oh. Und wir müssen 2 Leute töten. Wie kriegen wir das hin? Den einen kriegen wir so hin. Den anderen... Runter mit uns! Runter mit uns! Drüber mit uns! So! Aua. Das ist jetzt schlecht. Ab, weg hier. Gut, 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 gut. So, und damit sind wir auch hier weg. Nicht mehr als 2 Zivilisten töten lassen. Das haben wir hinbekommen. Ein bisschen mehr Belohnung. Wunderschön. Templerjagd ist abgeschlossen. Gut. Wir haben ja immer noch Zeit, ne? Denn das? Gangquartier. Komm, das machen wir auch nochmal. Auch wenn wir jetzt so gut wie gar nichts mehr im Umhang haben. Leider so ein bisschen das Problem ist. Müssen wir irgendwie hinbekommen. Munition haben wir ja genügend, aber sonst haben wir nichts mehr. Oder? Ja. Das Einzige, was wir auch haben, ist Munition. So. Oh. Ich gebe die ganze Zeit einen Ausschlag. Das ist nicht gut. Okay. Was wir hier oben haben. Oh. Ich glaube, das war keine gute Idee. Nichts gebracht. Nach oben wieder.
zwei Bleiters. Überfallpläne verbrennen. Kann ich jetzt nicht. Aber ich kann den stärksten davon. Töten. Jetzt reißt du dein Maul nicht mehr auf, was? So. Da oben. Oh, verdammt. Überall. Und hier vorne ist nur einer. Hä? Wo ist der? Ah, da. Gut. Er hat mich noch nicht mal gesehen. Aha. Perfekt. Damit ist auch das Gangquartier und boah, das ist schon ein größeres Quartier. Also so ist das nicht. Ich würde nur sagen, bevor ich habe jetzt, muss ich mal gucken, in den Fähigkeitspunkten. Ich habe jetzt 4 Fähigkeitspunkte. Ich würde gerne hier diese Tarnung haben, bevor wir das nächste, bevor wir diese Endstation machen. Ich würde sagen, ich mache offscreen, noch ein bisschen hier so Gangquartiere und so ein bisschen, so ein Scheiß. Und, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Haut rein!